Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Wir sind endlich wieder da. Folge 770 müsste das jetzt sein, oder 780. Ich bin wieder back, ich bin jetzt in Österreich, ich habe Internet, es gab Ewigkeiten jetzt keine Folgen mehr, es gab echt Ewigkeiten Folgen mehr. Ich werde es im Let's Play besprechen alles. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir jetzt reingehen, möchte ich was zeigen. Es wird nur ein ganz kleiner Ausschnitt sein, den ich euch jetzt zeige. Das ist etwas, was ich in meiner Zeit, in der ich offline war, angefangen habe zu bauen, was vielleicht mal eine kleine Bonusaktion für euch wird, wenn ich damit mal fertig sein werde. Ich zeige es kurz. Genau, Moment. So, das war's auch schon. Nur mal so kurz reingeschnuppert. Und jetzt muss ich erstmal schauen, was hier das Original ist. Und zwar das da. So. Wo zum Kuckuck bin ich hier? Ich bräuchte Musik, glaube ich. Moment. Minecraft Musik. Da haben wir ja schon eine Playlist wieder. Wiedergabe. So, und theoretisch müsste ich das auch skippen können jetzt, richtig? Genau, super, ich kann das jetzt richtig skippen. Zum Beispiel das da. Was haben wir so für ein Spiel? Nehmen wir das erstmal. Wo bin ich? Wie komme ich hierher? Und wo gehöre ich hin? Waypoint? Da ist mein Home, okay. Was genau habe ich unten gemacht? Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe eine... Ach, ich war auf Diamantensuche, alles klar. Und ich bin auf Höhe 12, das heißt, hier sollten Diamanten sein. Dann machen wir weiter. Wir waren dann auf Diamantensuche. Ah, das ist ewig hier. Ich muss jetzt echt gestehen, ich will mal kurz die Mikrofon leiser machen, die Mikrofon, genau. Ich habe ein bisschen Bedenken, muss ich gestehen, dass wenn ich jetzt, das habe ich ganz ausgemacht, dass wenn ich jetzt nach den 3 Wochen, wir hatten ja vorher schon ein paar Probleme, ne? Da war das Internet mal weg, dann war das mal und Neverguest wurde immer unzuverlässiger und Neverguest hat sich geschämt und naja, und wie es so war. Sehr schön. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen Bedenken, dass es wurden immer weniger Leute, am Ende waren es dann wieder ein bisschen mehr, es haben sich ein bisschen mehr arrangiert. Ich habe jetzt echt Bedenken, dass wirklich viele Leute abgehanden gekommen sind, dass keiner mehr so wirklich Lust hat zu schauen. Die Let's Plays, ich hoffe, das wird sich einregeln. Ich hoffe, wir kriegen eine Menge Leute aus Österreich mit dazu. Und ja, was soll ich denn jetzt erzählen? Es wäre mir eine ganze Menge zu erzählen jetzt eigentlich, so. Also, ich fange mal an. Ich bin jetzt in Österreich angekommen. Am 20. bin ich in Österreich angekommen. Da gab es das Problem, dass mein WLAN-Stick, den ich mitgenommen hatte, ich war ja schon vorbereitet. Ne? Also man kann nicht sagen, ich war nicht vorbereitet. Ich hatte einen WLAN-Stick mit, weil ich wusste, dass mein PC nicht WLAN-fähig ist. Ist ja noch, das heißt, es gibt so bei wenigen PCs, dass die WLAN-fähig sind. Meiner ist auch schon mehr als ein Jahr alt. Und, ja, Problem an der Sache ist nur dieser WLAN-Stick, den habe ich schon so lange nicht benutzt, auch vor einem Jahr oder so das letzte Mal, dass die Treiber abgelaufen waren. Ja, und für diesen Stick Treiber zu bekommen, hat sich als echtes Hindernis herauskristallisiert, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Denn der Stick ist gänzlich unbekannt den meisten, obwohl er so ein guter Stick ist. Und jetzt, wo er läuft, habe ich auch volles Internet. Ich kann mit dem Stick streamen und alles, der ist super. Der hat auch eine Menge gekostet damals. Aber... ja, ist halt so, ne?
Und jetzt geht alles wieder. Treiber sind aktualisiert. Mein Chef hat sich drum gekümmert. Er hat gesagt, okay, ich mache dir das. Ist ein sehr netter Kerl auf jeden Fall. Nicht nur deswegen, ist allgemein sehr nett. Hat mir einen Stick gemacht. Oh, sehr nett. Okay. Aber den Redstone Weg, den brauche ich eh nicht. Das ist Lapis viel cooler. Und das war's. Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin in Österreich, in einem kleinen Dorf namens Schnann mittlerweile. Es ist sehr klein, habe ich schon erwähnt. So 300 Einwohner hat's. Es ist eine pure Touristengegend hier. Ich bin in einem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen angekommen hier. Ist alles sehr schön, gefällt mir sehr gut hier. Und ich habe jetzt die Zeit damit verbracht, halt solche Offline-Projekte zu starten und mir ein bisschen Gedanken zu machen, wie ich die Let's Plays fortsetze. Habe mir Gedanken gemacht, wie ich das mache, wenn ich Internet habe. Mit den Streams. Jetzt bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich die Streams höchstwahrscheinlich als festen Bestandteil meines Kanals mit einpacken werde. Mittlerweile ist es jetzt so geregelt, dass Mittwoch und Donnerstag Streams kommen. Das muss ich noch ankündigen. Aber das kommt alles. Das wird alles in die Wege geleitet nach und nach. Und dann gucke ich mal, wie das auf euer Verständnis stößt. Ob ihr das wollt, ob euch das gefällt. Da müsst ihr dann halt selbst mitbestimmen, wie man das verbessern könnte, damit da regelmäßig was kommt. Denn ich streame mittlerweile wirklich sehr viel. Vor allem Clash of Clans. Habe aber auch ein paar neue Spiele, die ich streamen könnte. Ich habe mir vorhin Torchlight 2 und Anno 2070 geholt, die ich auch Let's Playen möchte später mal. Aber, wie gesagt, auch das. Also, wer neue Infos möchte, auf mein... Warum dauert das gerade so lang? Ach, warte mal, ich habe noch auf Friedrich. Na, kommt hier nichts mehr raus? Jetzt haben wir nämlich gerade zwei Silbersteine. Nur leider habe ich gerade auf Friedrich gehabt, deswegen kam nichts raus. Der Meinerhelm gibt übrigens eine gewisse Nachtsicht, aber nicht die, die ich mir erhofft hatte. Falls es jemand interessiert. Und ich hätte gern mehr Platz im Rucksack. Ich kann aber auch gerade nichts wegschmeißen. Doch, Erde. Stein ist wichtiger als Erde. So. Sind auf Höhe 12, ich gehe mal noch eine Höhe tiefer. Klingt sehr intelligent. Wir sind Level 18, das heißt, wir können ja noch bald wieder was upgraden, das ist auch nicht schlecht. So. Ja, es gibt noch zu erzählen. Jetzt momentan wird es dann Minecraft geben und den Reload von Assassin's Creed 4 bin ich am Machen werkeln. Da habe ich schon was aufgenommen. Schon genug für eine ganze Woche Spielspaß. Ich werde jetzt erstmal hier heute Abend noch ein bisschen was aufnehmen, damit ich erstmal für die nächsten Tage was habe. Dann werde ich gucken, dass ich nach und nach langsam nachziehe mit allem, dass ich da in die Gänge komme. Und dann werde ich schauen. Ich habe sehr gut festgelegte Arbeitszeiten, das heißt, die Streams werden jetzt pünktlicher, wesentlich pünktlicher kommen, als sie bis sonst kamen. Das hat sich also zum Positiven für euch die Streams fallen, die Let's Plays werden wesentlich pünktlicher kommen als sonst immer. Das hat sich zum Positiven für euch verändert. Ich bin, ich habe meistens bis, sagen wir mal, 13 Uhr habe ich Arbeit. Das heißt, die Let's Plays werden jetzt immer von 14 bis 17 Uhr kommen. Das ist doch ein mega überschaulicher Zeitraum, oder? Was sagt ihr? Die werden nicht mehr früher kommen, die werden nicht mehr später kommen, die werden immer von 14 bis 17 Uhr kommen. Es sei natürlich, ich kündige das an, dass die später kommen aus irgendwelchen diversen Ungründen. Nichts Spannendes heute. Schade. Ja, und Folge 800 haben wir ja gesagt, wo wir den Wiffer machen. Machen wir auch. Wir machen mit Folge 800 den Wiffer. Ich mach mal hier. So. Sehr schön. Mach ich das mal dicht.
Mach ich das mal dicht. Oh, nicht du. Nicht einer von deiner Sorte. Nein. Noch einer von denen. Hm. Was, der lebt immer noch? Die lebt immer noch. Das, ich entschuldige mich, falls ich etwas verwirrend reden sollte. Also nach 3 Wochen das erste Mal wieder aufzunehmen und dann vorher noch einen 2-Stunden-Stream gehabt zu haben. Ja, ich habe gerade einen 2-Stunden-Stream, wer nicht dabei war, der, ja, wie gesagt, Mittwoch und Freitag sind jetzt immer Stream. Das werde ich nachher noch aktualisieren auf der, auf meiner Kanalseite. Da solltet ihr ja schon einiges dazu gesehen haben. Wenn nicht, dann schämt euch. Und ach ja, ich habe auch die Twitch-Runde wieder an. Das muss ich natürlich auch mal erwähnen, gell? Dass die Twitch-Runde mit dabei ist. Kann ich mal gucken, was da gerade steht, so alles. Danke, okay, gleich, kann man was sagen, hi. Okay, Webcam an, joa, der Stream lackt, sag kleiner Panther. Dann mache ich mal das hier aus. Ja, ein bisschen lacken könnte durchaus sein. Es ist alles noch in der Testphase, ich durfte nicht vergessen. Zombie, okay, das ist okay. Das ist alles eine Testphase, ist mein erster Stream heute, seit langem wieder. Es kann also durchaus passieren, dass man was leckt oder so. Aber dann ist ja natürlich kein Problem, dann kann man darüber reden. Diese Art und Weise der Verständigung, bei der man sich liebevoll aufeinander hinweist, dass dein scheiß Stream leckt. Weißt du wie? Okay, hier ist nichts Besonderes außer Kohle. Dann gehe ich mal gleich nach hier. Das sieht auch sehr besonders aus hier einfach alles. Ich möchte Schrein vor besonders. Wow! Wo kommt der denn her? Die denn her? Das denn her? Okay, geht's nach unten. Nach unten ist immer gut, Lava ist immer schlecht. Das ist ein Mixmax, der mir nicht gefällt. Wenn da wenigstens Kristalle irgendwie... Kristalle. Wenn da wenigstens irgendwie... Diamanten gewesen wären, wäre das ja ganz okay gewesen. Aber ohne Diamanten... Naja. Alter, ich dachte, der klappt mich jetzt hier runter. Oh, hat ich jetzt einen Muffensausen, ey. Sorry, dass ich jetzt immer streamen und Spaß sage. Ich bin verwirrt. Ich dachte gerade, der haut mich doch runter. Ich dachte gerade, das wär's gewesen. Erste Aufnahme und bumm, tot. Sieht gut aus hier, gell? Sieht nach vielversprechenden Müll aus. Gut, dass ich ins Wasser gehauen habe. Das war natürlich alles geplant. Also, ich bin ja Profi, weiß man ja. Im Sterben und massakriert werden. Bin ich der absolute King. Huch. Zwei wollte ich nicht setzen. Swampler. Nimm in Ruhe. Jetzt, wo ich so weit gekommen bin, wäre es ganz cool, wenn ich jetzt mal rausfinden würde. Wo es hier vielleicht 1-2 Ebenen tiefer geht. Denn hier oben finde ich nicht viel. Hier geht es zwar tiefer, aber es sieht auch sehr gefährlich aus. Gefährlich ist nicht gut, Kinder. Gefährlich ist meistens uncool. Weil gefährliche Gegenden haben so negative Folgen wie den Tod oder sowas. Meistens bei Minecraft so nützlich und das mag man einfach nicht, ne? Ich habe ja auch eine Menge Dinge versprochen, wie zum Beispiel Magic Mine. Magic Mine habe ich auch versprochen. Ich habe Magic Mine versprochen. Und ich werde Magic Mine irgendwann noch machen. Ich weiß, dass ich das irgendwann noch machen werde. Aber ich bin mir nicht sicher wie. Mir kam gerade die Idee, dass ich das vielleicht im Stream machen könnte. Höhe 12. Hier könnte man Diamanten finden. Mir ist gerade die Idee gekommen, dass ich vielleicht Magic Mine streamen könnte. Aber ich würde es auch gerne als Folgen machen. Ich habe den Leuten eine dritte Staffel versprochen. Die dritte Staffel kommt auch. Zu 100% kommt die dritte Staffel. Aber es ist... Bin ich da gerade echt vorbeigelaufen? Bin ich gerade echt an Diamanten vorbeigelaufen?